Unternehmensberatung, das ist People Business. Den Satz hat mal ein Vorgesetzter zu mir gesagt und der ist sehr tief in meinem Gedächtnis geblieben, weil ich ihn damals so ein bisschen mit meinem Unverständnis als lustig empfand. Aber gerade heute nach über 3 Jahren blicke ich ganz anders auf diesen Satz zurück und kann ihm nur zustimmen. Unternehmensberatung hat ganz viel mit Menschen zu tun, von Menschen, für Menschen in der Regel. Und deswegen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mit Stakeholder Management. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, bei dem sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich freue mich, dass du auch heute für die Folge wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Stakeholder Management, Stakeholder Analyse. Um genauer zu sein, gucken wir uns an, was ist überhaupt ein Stakeholder? Warum ist es wichtig, Stakeholder bei dem Projekt, was du aktuell machst oder generell bei einem Vorhaben zu berücksichtigen? Wie strukturiert man so ein Stakeholder Management? Da habe ich dir 2 Optionen mitgebracht. Da haben die, die es bei YouTube sehen, jetzt einen kleinen Vorteil, aber auch die, die zuhören, werden hier alle nötigen Elemente mitnehmen. Nächster Punkt ist, wie erarbeitet man eine solche Matrix? Also operativ, wie würdest du es wirklich umsetzen? Was ziehst du da draus, wenn du so eine Matrix hast? Und wenn du bis ganz zum Ende dran bleibst, kriegst du nochmal 3 Praxistipps, wie du deine Matrix, deine Stakeholder-Analyse noch besser für dich einsetzen kannst. Wenn das spannend klingt, wenn du mehr Lust oder regelmäßig Lust auf solche Themen hast, freue ich mich sehr, wenn du das Ganze bei iTunes, Spotify oder YouTube abonnierst. Lass uns direkt reinstarten. Was ist überhaupt ein Stakeholder? Ich habe da noch vom Studium das Bild im Kopf mit wirklich jemandem, einem Bild von einer Person, die vor einem sitzt mit einem Steak auf einer Gabel. Ein Steakhalter sozusagen. Hat damit leider überhaupt gar nichts zu tun, ist aber ein ganz schöner Vergleich, um sich das Thema immer wieder vor Augen zu führen. Ein Stakeholder wird definiert als Interessensträger. Das kann entweder eine Einzelperson oder oft auch eine ganze Gruppe sein, die ein Interesse hat am Projektverlauf oder am Ergebnis, was durch das Projekt zu erzielen ist. Also typische Beispiele dafür im Unternehmens- oder Projektkontext wären bei einem Projekt nicht nur interne Stakeholder, die sich auf dein Projektteam beziehen können, sondern auch externe Stakeholder, die den Kunden natürlich einbeziehen, die verschiedene Fachabteilungen mit einbeziehen oder sogar nochmal ein bisschen weiter extern gefasst, eine Interessensgruppe, die vielleicht, ja, bei ThyssenKrupp sehen wir sowas beispielsweise, dass da Aktivisten Teil der Stakeholder werden, indem sie auch ein Interesse mit in ein Projekt bringen, was vereinbart wurde. Und du merkst auch, warum ist es so wichtig, die Stakeholder zu berücksichtigen? Im Wesentlichen 3 Punkte. Aufs Projekt bezogen merkst du natürlich, dass jeder einzelne Ansprechpartner ein persönliches Interesse hat. Das soziale Element kommt durch die Stakeholder-Analyse überhaupt erst mit ins Projekt und du hast natürlich bei allen Beteiligten auch individuelle Vorlieben. Also, wenn wir jetzt mal im Projekt wieder bleiben, in der Kundensicht, dann hat vielleicht der Vorstandsvorsitzende ganz andere Ziele, als das ja, der Vorstandsvorsitzende im vorherigen Projekt hatte. Und solche Aspekte kannst du nicht nur auf Führungsebene, sondern auch auf den unteren Ebenen mit einbeziehen und synthetisieren. Kurzum, Stakeholder-Analyse ist extrem wichtig, weil sie deinen Projekterfolg als Berater massiv beeinflusst und auch Einfluss auf deine Reputation hat. Also wie wirst du wahrgenommen? Wie wird so eine Analyse strukturiert? Da habe ich dir 2 Optionen mitgebracht. Option A, die du jetzt hier siehst, ich werde sie dir auch kurz vorlesen, geht mehr auf die Person, auf die Charaktereigenschaften der Person ein und wie damit im Projekt umzugehen ist. Option B ist nochmal detaillierter, wirst du gleich sehen, und dient dir gleichzeitig auch als Adressbuch. Bei Option A lese ich deswegen mal ganz kurz vor, die 5 Punkte, die wir jetzt zum Beispiel gerade oder die ich jetzt gerade bei einem Projekt nutze und die da einbeziehe. Das ist zum Beispiel auf jeden Fall der Name, ich muss wissen, um wen es hier geht. Und dann ist es die Farbtendenz nach Jung. Wenn du ein paar Folgen zurückgehst, wirst du die Folge finden, Menschen verstehen. Und da findest du genaue Ausführungen über dieses Farbmodell nach Jung.
wird auf jeden Fall hier in der Stakeholder-Analyse bei mir mit einbezogen. Ansonsten drei Fragen, die ich auf jeden Fall dann noch beantwortet sehen will für die Person. Was ist ihm oder ihr persönlich wichtig? Das mal auch wirklich aufzuschreiben. Das sind in der Regel mehrere Punkte und nicht nur ein Schlagwort und es auch auszuführen. Gleichzeitig auch, was ist ihm nicht ganz so wichtig? Also wo ist die Person vielleicht eher bereit zu sagen, das schiebe ich mal weg in dem Projekt? Und die wichtigste Frage von der ersten Option, wie gehen wir mit ihm um? Das einfach als Ergebnis auch von dieser Stakeholder-Analyse, von dieser Option, um wirklich auch einen Schluss draus zu ziehen. So viel zu Option A. Ich zeige dir jetzt Option B. Option B, ich habe es dir schon gesagt, ist ausführlicher, dient dir auch eher als persönliches Adressbuch. Ich gehe mal ganz kurz die Punkte durch, die jetzt hier relevant sind, die du dann in der Matrix anordnen kannst. Ich will natürlich auch den Namen des Ansprechpartners, ich will in jedem Fall seine Abteilung und die Position. Ich möchte auch seine Rolle im Projekt definieren. Ist er mein Ansprechpartner? Ist er der Entscheider? Ist er jemand, der fachlich Input gibt? Und dann sind das eher so harte Faktoren, die mir als Adressbuch dienen, die Telefonnummer, die E-Mail, seine Expertise nochmal runterzubrechen, also sein Wissensgebiet greifbar zu machen, unabhängig von der Abteilung und Position, dann auch stärker für mein Projekt bezogen. Also was weiß dieser Typ, was vielleicht andere gar nicht wussten. Ich habe ein persönliches Gespräch mit dem gehabt und herausgefunden, dass der eine sehr hohe Expertise auch im Bereich Rechnungswesen hat, obwohl er ja, eigentlich vielleicht im Einkauf sitzt. Was für Ziele hat diese Person? Auch eine sehr interessante Frage. Da kann man natürlich umbrechen. Persönliche Ziele sind jetzt nicht ganz so relevant, sondern immer mit Bezug auf das Projekt. Wobei die persönlichen Ziele der Person im Unternehmen auch relevant werden können. Commitment drückt aus, inwieweit die Person aktiv ist, inwieweit sie vielleicht auch motiviert ist, dieses Projekt voranzutreiben. Und der Einfluss steht einfach dafür, was für einen Einfluss hat die Person auf mein Projekt. Jemand, der fachlich Input gibt, hat einen geringeren Einfluss als der, der am Ende entscheidet, was mit den Projektergebnissen passiert. Das heißt, die Befüllung hier recht simpel, verständlich. Hier unten vielleicht auch nochmal, würde ich es sehr einfach halten, wenn du die Folge mit dem morphologischen Kasten gesehen hast, dann weißt du, hier würde ich zu, bei Commitment und Einfluss würde ich zu so Angaben wie niedrig, mittel, hoch tendieren, um es nicht zu kompliziert zu machen. So, wie kommst du jetzt von den einzelnen Kriterien, die du hinter mir siehst, für die beiden Optionen zu einer wirklichen Stakeholder-Analyse? Drei Schritte. Schritt Nummer eins ist, eine Excel aufsetzen und befüllen. Heißt, du nimmst diese einzelnen Kriterien, du packst sie links oder oben in die Zeilen und Spalten und befüllst sie. That's it. Also erstmal aufsetzen, erstmal die Struktur aufsetzen. Beim Befüllen, zweiter Schritt, ganz wichtig, Projektunterlagen berücksichtigen. Bevor du rausgehst und irgendjemanden fragst, erstmal Organigramm, was du vielleicht vom Unternehmen hast, Beschreibungen, Jobbeschreibungen, die du hast von den Leuten, kannst du zumindest erstmal für dich nehmen, vorbereitend und das Ganze befüllen. Gerade in dem Bereich von so Sachen wie Telefonnummer, E-Mail, das wirst du im Intranet finden oder auch die Rollen, ganz klar aus dem Organigramm, Abteilung, Position, kannst du alles da entnehmen. Bei so Dingen wie Expertise, Commitment und Einfluss würde ich ein bisschen, also das wird nicht sein, wonach du fragen kannst. Deswegen der dritte Schritt, befülle kontinuierlich durch persönliche Kontakte oder Kontaktpunkte, auch mit den Ansprechpartnern. Heißt, wenn du zu Projektbeginn das Ganze aufsetzt, kannst du bei jedem Kontakt, den du hast, ob das ein Interview ist, ob das nur ein kurzes Telefonat ist, kannst du wieder diese Sachen hier befüllen und sammelst unterschwellig diese Informationen, um sie für dich im Projektverlauf zu nutzen. Jetzt fragst du dich, habe ich diese Matrix, ist befüllt, alles schön und gut, so what? Jetzt ist es an dir, weiterzudenken und mindestens mal zwei Fragen zu beantworten. Frage Nummer eins ist, wen kann ich wie einsetzen? Also du merkst durch diese Matrix in der Regel, wenn du jetzt da verschiedene Mitarbeiter drin hast, merkst du, wer kann vielleicht mit wem und wer nicht. Heißt, welche Konstellationen, zweite Frage, bringen Erfolg oder Stress? Das ist eine Schlussfolgerung, die du als absolutes Mindestmaß aus so einer Stakeholder-Analyse ziehen kannst.
Letztendlich geht es darum, wie gehst du mit den Personen um? Und abschließend die drei Praxistipps, von denen ich gesprochen habe. Tipp Nummer 1 ist, pflege die Matrix, die du aufgesetzt hast, pflege die regelmäßig und im Projektteam. Heißt, wenn du nicht alleine beim Kunden bist, sondern mit Kollegen, verlass dich nicht nur auf deine eigene Einschätzung und auf deine eigenen Kontaktpunkte, die du hattest, sondern fordere aktiv auf, dass auch deine Teamkollegen diese Matrix befüllen. Vielleicht haben die den einen oder anderen Ansprechpartner von der Farbe her ein bisschen anders gesehen. Vielleicht haben die einen anderen inhaltlichen Aspekt, wie mit ihm umzugehen ist, was ihm persönlich wichtig ist. Der eine ist da einen Schritt näher an der Person, der andere ist da eher ein bisschen weiter weg. Versuch da im Projektteam zusammenzuarbeiten und diese Matrix regelmäßig zu pflegen. Zweiter Tipp. Pack auf jeden Fall auch dich selbst da rein. Heißt, dein Projektteam, jede einzelne Person hat in der Regel genauso eine Rolle im Projekt. Und diese Rolle könnte sich verändern im Laufe der Zeit. Nutze dieses Tool, die Stakeholder-Analyse, auch um das zu hinterfragen. Und drittens, gerade bei der zweiten Option, sehr, sehr gut möglich, optimiere die Kommunikation mit den Ansprechpartnern oder mit dem Kunden. Jede einzelne Person hat vielleicht eine andere bevorzugte Kommunikationsweise. Ist es per Mail? Ist es per Telefon? Oder ist es persönlich? Manche sind vielleicht am Telefon total kurz angebunden, schreiben total unzuverlässige E-Mails, aber persönlich gewinnst du die meisten Informationen. Also heb das hervor, in irgendeiner Form farblich, unterstrichen, fett, innerhalb dieser Matrix, ob Telefon, E-Mail oder persönlich der richtige Weg ist, um mit den Ansprechpartnern, mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Das war es soweit inhaltlich von mir. Ich hoffe, du konntest hier ein paar Sachen mitnehmen, die du direkt anwenden kannst. Ich versuche es immer so mundgerecht wie möglich für dich zu servieren und freue mich mega, wenn du das Ganze honorierst, indem du, ich habe es schon gesagt, das Ganze auch abonnierst, unterstützt. Wenn du jemanden kennst, für den sowas interessant wäre oder der regelmäßig Lust auf Impulse im Bereich Projektmanagement, wo wir uns jetzt hier bewegen, aber auch Kommunikation und Verkauf hat, dann teile das Ganze gerne mit ihm. Und du findest in den Beschreibungen auch nochmal meine Kontaktdaten. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der mir, und das ist mittlerweile täglich, Anfragen schickt bei LinkedIn, bei Xing, bei Instagram. Ich bin da echt happy, dass die Community wächst und wächst und wächst. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting. Ciao.